Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Neben mir steht Katja Kipping. Sie wird sich heute zu den folgenden Themen äußern. Zum einen zu den steigenden Corona-Zahlen, dann zu den Äußerungen von Detlef Scheele, dem Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, zu dem von der Türkei entsendeten Gaserkundungsschiff sowie zu den heute vorgestellten Zahlen der Welthungerhilfe. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Es ist soweit, der Corona-Winter steht vor der Tür, die zweite Welle ist gerade so richtig losgegangen und es gibt jetzt viele Debatten über einzelne Maßnahmen wie Beherbergungsverbot, höhere Strafen und so weiter. Ich will noch mal deutlich machen, dass wir als Linke seit Monaten für einen anderen Ansatz werben. Den hatten wir damals im Fahrplan für den Corona-Winter veröffentlicht, wo wir sehr klar gesagt haben, erstens kommt es darauf an, die sozialen Härten abzufedern und zweitens ist ganz zentral, alle technischen und baulichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um soziales Leben auch unter Corona-Bedingungen und mit Infektionsschutz zu ermöglichen. Also unsere Botschaft ist, alles zu tun, um soziales Leben zu ermöglichen bei größtmöglichen Infektionsschutz. Und das heißt im Folgenden zum Beispiel ganz konkret, dass man sich stark macht für die massenhafte Einführung von Schnelltests. Zweitens Luftfilter, Virenbarrieren, aber auch das Aufstellen von mehr Maskenautomaten im öffentlichen Raum. In vielen Bundesländern beginnen jetzt die Herbstferien. Und das heißt, das ist die vielleicht letzte Chance, das nachzuholen, was die Bundes- und Landesregierungen in der Sommerpause eindeutig versäumt haben, nämlich die Schulen fit zu machen für den Corona-Winter. Jetzt ist der Herbst im vollen Gange, es wird draußen immer kälter und es ist die Zeit, wo man eher die dicken Jacken aus dem Schrank holt, aber nicht die Zeit, in der man gerne die ganze Zeit bei offenem Fenster sitzt, weil das einfach irgendwann zu fröstelnd wird. Und das fällt nun zusammen mit einer Zeit, wo die Infektionszahlen steigen. Und deswegen sagen wir ganz klar, die Bundesregierung müsste jetzt massiv investieren in die Förderung und in die Produktion von Luftfiltern, damit letztlich alle Klassenräume damit ausgestattet werden können. Uns ist bewusst, dass man dazu auch steuernd womöglich in die Wirtschaft eingreifen muss. Aber wenn wir einen flächendeckenden Schulbetrieb auch bei explodierenden Corona-Zahlen ermöglichen wollen, ist es wichtig, diese Möglichkeiten auszunutzen und jetzt die Herbstferien zu nutzen. Auch zum Beispiel, um Plexiglas an den Tischen zwischen den Schülerinnen aufzubauen. Falls es zu deutlich mehr Quarantäneklassen kommt und auch immer wieder ganze Schulklassen in Quarantäne geschickt werden, müssen die Schülerinnen und Schüler besser vorbereitet sein, damit dass der Fernunterricht auch durch Angebote des E-Learnings entsprechend unterstützt wird. Und deswegen brauchen wir endlich einen Digitalisierungsschub. Und ich appelliere hier ganz eindringlich nochmal an die Bundesbildungsministerin Frau Karliczek, dass sie endlich eine bundesweite Taskforce schafft, dass sie gemeinsam mit den Schulen sicherstellt, dass es an jeder Schule einen Systemadministrator oder eine Systemadministratorin gibt, damit die Lehrkräfte unterstützt werden. Es braucht bundesweite auch einheitliche Vorschläge und Maßnahmen, die das unterstützen. Und es muss natürlich sichergestellt werden, dass jedes Kind auch direkt Zugang zu einem entsprechenden Endgerät hat und natürlich auch Zugang zu einem WLAN. Das heißt, wir reden hier darüber, dass jedes Kind ein Tablet oder ein Laptop hat, was dann auch mit einer entsprechenden SIM-Karte eventuell versehen ist. Ich will noch mal sagen, was jetzt bisher schiefgelaufen ist. Was bisher von Bundesebene mit initiiert wurde, ist ja der Digitalpakt Schule. Das klang erst mal ganz nett. Aber die Gelder in diesem Digitalpakt Schule werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Königsteiner Schlüssel heißt, das muss man hier mal klar ausführen, das läuft nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Wenn es nach diesem Schlüssel geht, bekommt zum Beispiel je Kind in der Bedarfsgemeinschaft das Land Bayern 527 Euro. In Sachsen sind es nur noch 320 Euro je Kind in der Bedarfsgemeinschaft und Bremen nur 138 Euro je Bedarfsgemeinschaft. Der Königsteiner Schlüssel nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben, geht einfach am Bedarf vorbei. Viel besser wäre, wenn gelten würde, je größer der soziale Bedarf, desto größer auch der Zuschuss und die Unterstützung. In dem Zusammenhang will ich auch noch mal sagen, wir hören ja jetzt immer wieder, dass die Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und da zeigt sich einmal mehr, das Kaputtsparen im Gesundheitsbereich, ja, das Ausrichten des gesamten Gesundheitsbereichs auf den Profitgedanken ist ein lebensgefährlicher Irrtum, den wir schleunigst beenden sollten. Zu dem, was an Vorausschauenden notwendig ist, gehört auch, dass wir uns Gedanken darüber machen,
wie ein Impfstoff, so er denn dann mal sicher getestet und zugelassen ist, auch verteilt wird. Und ich sage hier ganz klar, das oberste Gebot beim Thema Verteilung des Impfstoffs lautet Transparenz und Nachvollziehbarkeit, damit Vertrauen hergestellt wird. Weil eins ist doch offensichtlich, wenn denn dann mal ein Impfstoff gut getestet existiert, wird es eine viel größere Nachfrage geben, als anfangs an unserem Impfstoff zur Verfügung steht. Und die Frage, wer das zuerst bekommt, darf eben nicht nach dem Motto laufen, wer das meiste Geld hat, kann sich das schon irgendwie dann Sicherheit erkaufen, sondern es muss nach der Frage gehen, wer hat von Berufswegen oder aufgrund seiner eigenen vielleicht gesundheitlichen Situation den größten Bedarf danach. Und deswegen schlage ich hier im Sinne der Transparenz und auch des Vertrauens vor, dass es einen umfassenderen Zusammenschluss gibt von Initiativen, also die ständige Impfkommission, der Ethikrat, Wissenschaftlerinnen, aber eben auch Gewerkschaften und Sozialverbände sollten mitentscheiden, eine gemeinsame Vorschlagsliste unterbreiten, welche Berufsgruppen, welche betroffenen Gruppen zuallererst im Zugang haben zu dem Impfstoff, wenn er denn da ist. Ich sage nochmal, es geht um Zugang, nicht um Pflicht. Meine Vermutung wäre, dass diejenigen, die am und mit Menschen arbeiten, also im Gesundheitswesen, Altenpflege, Pflege, im Bildungsbereich, dass es dort natürlich am Anfang besonders großen Bedarf gibt. Und global heißt es auch, dass wir sicherstellen müssen, dass ärmere Länder Zugang zu dem Impfstoff haben und nicht zu hohe Preise, zum Beispiel wegen des Patents, es quasi unmöglich machen für ärmere Länder, diesen Impfstoff für sich zu erwerben. Und deswegen muss sich auch die Bundesregierung hier wirklich mit all ihrem Gewicht stark machen dafür, dass nicht irgendwie Patente diesen Impfstoff über unnötig teuer machen. Der Chef der Bundesagentur, Herr Scheele, hat die niedrigen Hartz-IV-Sätze verteidigt. Und um sie zu verteidigen, bedient er sich eines altbekannten Tricks. Er spielt Menschen mit niedrigen Einkommen aus gegen Sozialleistungsbeziehende. Konkret sagt er, man muss ja auch an die Gruppe denken, die das bezahlen muss, und dazu gehört die Kassiererin mit dem niedrigen Entgelt. Dazu kann ich nur sagen, pfui, schämen Sie sich, Herr Scheele. Schämen Sie sich, dass Sie die Verkäuferin, die einen viel zu niedrigen Lohn hat, ausspielen gegen die Sozialleistungsbeziehende. Sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Sie wissen doch, dass niedrige Sozialleistungen auch immer dazu führen, dass das Lohngefüge nach unten gezogen wird, weil niedrige Sozialleistungen dazu führen, dass die Menschen bei Gehaltsverhandlungen aus lauter Angst vor dem Schikanesystem Hartz IV natürlich niedrigere Löhne akzeptieren. Wenn es Ihnen wirklich daran liegt, dass die Kassiererin besser dasteht, dann können Sie gerne bei uns mitmachen für eine Steuerreform. Wir als Linke machen uns stark dafür, dass die Verkäuferin und alle anderen Berufsgruppen mit niedrigeren Einkommen deutlich steuerlich entlastet werden, aber eben nicht auf dem Rücken der Ärmsten in diesem Land, sondern indem wirklich Leute mit einem sehr hohen Einkommen, so ab 7.000 Euro alleinstehend, dass die sozusagen dann halt einen höheren Steuersatz bezahlen. Noch einmal, diejenigen, die hart arbeiten und mit viel zu wenig Geld nach Hause gehen, die verdienen höhere Löhne, aber von niedrigeren Sozialleistungen haben die überhaupt nichts. Niedrigere Sozialleistungen führen nur dazu, dass diejenigen, die warum auch immer darauf angewiesen sind, am Ende komplett isoliert werden, in die Vereinsamung getrieben werden und dass wir millionenfache Armut hier weiter reproduzieren. Zum nächsten Punkt. Die Türkei schickt ein Gaserkundungsschiff ins Mittelmeer. Also das NATO-Mitglied Türkei zündelt weiter im Konflikt mit Griechenland. Und das Versenden dieses Schiffes ist faktisch die Aufkündigung des Dialogprozesses, der von deutscher Seite aus mit initiiert wurde. Ich finde, das ist vor allem eins. Ein weiterer Beweis dafür, dass die NATO noch nicht einmal zwischen ihren Mitgliedstaaten wirklich Frieden stiften kann oder zur Deeskalation beitragen kann. Die NATO ist ganz offensichtlich deutlich überholt und gehört durch ein kollektives Sicherheitssystem ersetzt. Aber ich sage auch ganz klar, Heiko Maas, der deutsche Außenminister, wird sich ja diese Woche auf eine Reise begeben nach Ankara, Athen und Nikosia. Und ich denke, Herr Maas, es ist an der Zeit für klare Worte gegenüber der Türkei und es ist überfällig, dass Deutschland sämtliche Waffengeschäfte mit der Türkei beendet und dass auch die Wirtschaftshilfen für die Türkei auf Eis gelegt werden. In diese Woche fällt der Welternährungstag und deswegen hat auch die Welthungerhilfe heute bereits die Zahlen zu Hungernden weltweit veröffentlicht, schon vor Corona
hungerten 690 Millionen Menschen. Davon muss man wissen, 150 Millionen akut, also lebensgefährlich. Und jetzt sagen die Prognosen, dass durch Corona nochmal 80 bis 130 weitere Hungernde dazukommen. Wir sehen also, dass die Corona-Krise und die Hungerkrise einander noch einmal verschärfen. Deswegen gilt jetzt in diesen Zeiten mehr denn je, was schon lange notwendig war, aber was jetzt nochmal mit besonderer Dringlichkeit auf die Tagesordnung kommt. Erstens, wir brauchen einen Schuldenschnitt. Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, was passiert, wenn der Westen jetzt gegenüber den ärmeren Ländern seine Schulden eintreibt. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich dort das Gesundheitssystem noch weiter ausgezehrt wird. Das wird am Ende zum Bumerang für die Weltgesundheit werden. Zweitens muss sichergestellt werden, dass die ärmeren Länder Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten haben. Deswegen, es muss Schluss sein mit diesen Patenten. Drittens, der Kampf gegen Hunger bedeutet eben auch, dass die entsprechenden Programme und Institutionen der UN dauerhaft und sicher finanziert werden durch Pflichtanteile der Mitgliedstaaten, damit sie nicht davon abhängig sind, ob es denn private Spender gibt oder nicht. Und viertens, der Kampf gegen Hunger muss auch die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit in den Blick nehmen, die unter den globalen Lieferketten oft einfach hemmungslos ausgebeutet werden. Wir müssen weltweit über eine andere Agrarpolitik reden und da muss der Einfluss der großen Agrarkonzerne deutlich zurückgedrängt werden. Auch deswegen ist ein Lieferkettengesetz dringend erforderlich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Damit ist jetzt Zeit für Ihre Fragen. Bitte schön. Also dass es eine gewisse regionale Staffelung gibt, das ist schon angemessen, weil das Infektionsgeschehen wirklich sehr unterschiedlich ist. Und man die Situation beispielsweise in Thüringen nicht vergleichen kann, gerade mit der in Köln oder in Berlin. Ansonsten führt aber natürlich, wenn es zu sehr durcheinander geht, es auch schnell dazu, dass die Menschen die Übersicht verlieren und dann die Akzeptanz darunter leidet. Wissen Sie, mein Zugang ist prinzipiell ein anderer. Ich finde sozusagen, es gibt jetzt immer so eine Aufregung um die einzelne Maßnahme. Ich hätte mir gewünscht von der Bundesregierung, dass es einen klaren Fahrplan gibt, wo man auch das Gefühl hat, die Bundesregierung springt jetzt nicht von einer Maßnahme zur anderen oder die Landesregierung springt von einer Maßnahme zur anderen, um möglichst viel Aktivität zu zeigen, sondern dass es einen klaren Fahrplan gibt. Wir als Linke haben das aus der Opposition heraus gemacht und ich wünsche mir, dass die Bundes, so richtig es ist, immer wieder an die Vernunft und die Rücksicht und die Vorsicht der Menschen zu appellieren. So wichtig es ist, an die Vorsicht der Einzelnen zu appellieren, genauso ist es unerlässlich, dass die Bundesregierung all ihr Handlungspotenzial ausschöpft. Und ich finde, da hat die Bundesregierung in vielerlei Hinsicht durch Nichtstun geglänzt. Sie hat eben noch nicht die Massenunterkünfte bundesweit aufgelöst durch dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten. Hätte sie ja sozusagen angesichts der besonderen Situation mal klar sozusagen einen Vorschlag unterbreiten können, dass überall für Gastarbeiterinnen Massenunterkünfte durch Einzelunterbringung ersetzt werden. Oder die Bundesregierung hätte halt entsprechend bundesweit alle zusammennehmen können und sagen, Leute, jetzt nehmen wir alle Möglichkeiten in die Hand, um in der Schule die für den womöglich für die nächste Welle alles vorzubereiten. Oder auch klare Vorgaben für die Wirtschaft. Es gibt ja auch immer noch viele Betriebe, wo am Fließband gearbeitet wird und es womöglich zu Infektionsgeschehen kommen kann. Da finde ich, ist die Bundesregierung überall sehr zurückhaltend. Und diese Zurückhaltung in einigen Bereichen untergräbt dann natürlich auch die Akzeptanz von Appellen ans Privatleben. Bitte, Frau Reimers. Ja. Und zwar Ende des Monats ist der linken Parteitag angesetzt. Wie wird der unter Corona-Bedingungen stattfinden? Haben Sie da schon Entscheidungen getroffen? Also wir haben vorausschauend natürlich von Anfang an immer auch im engen Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsämtern ein sehr strenges und scharfes Hygienekonzept, Infektionsschutzkonzept gehabt. Und wir haben von Anfang an immer mehrere Varianten für uns im Kopf gehabt, wie man darauf reagieren muss. Inwieweit wir jetzt auf einen Tag reduzieren, das werden wir die Tage innerhalb der Partei diskutieren. Da kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Bitte ich um Verständnis. Da geht bei uns die innerparteiliche Debatte, auch die demokratische Beschlussfassung voraus. Ich kann nur sagen, wir müssen natürlich immer schauen angesichts der Zahlen, wie wir auch den Schutz der Delegierten sicherstellen. Also Nachfrage, das heißt, es ist noch alles möglich. Also von einem Tag bis drei Tage ist alles drin.
Genau, also wir tun alles, damit er stattfinden kann, auf jeden Fall sozusagen, dass die Wahlen stattfinden können. Sonst muss man, sind wir auch gerade, muss man halt schauen, inwieweit man zum Beispiel inhaltliche Debatten ins Netz verlagern kann. Vielleicht kleiner Hinweis dazu, in Sachsen hat ja ein Landesparteitag stattgefunden, der als Hybridparteitag angelegt war, also teilweise Anwesenheit, teilweise digitales Dazuschalten. Das war auch ein bisschen ein Testlauf. Ich habe mir das auch bewusst selber mit angeschaut. Das wird jetzt gerade nochmal ausgewertet. Ist natürlich ein Unterschied, ob du 200 Leute hast oder 600 Delegierte plus bundesweite mediale Aufmerksamkeit. Aber da schauen wir auch zumindest, wie man sowas vielleicht für inhaltliche Beschlüsse in Zukunft übertragen kann, weil wir werden ja noch eine ganze Weile mit diesem Mistding von Coronavirus leben müssen. Aber eins steht schon mal fest, für die Wahlen kann es nichts Hybrides, nichts Digitales geben. Die müssen live und in Farbe und in Anwesenheit stattfinden und deswegen tun wir alles, um das sicherzustellen und trotzdem den größtmöglichen Schutz zu haben. So. Damit sind wir, glaube ich, für heute durch, oder? Nein, genau. Dankeschön. Bedanke mich.